Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagram. Heute gibt es ein neues Reaction Video und zwar habe ich mir rausgesucht eine Cute Reptiles Funny and Amazing Reptiles Compilation. Die ist von 2018, habe ich mir noch nicht reingezogen, hat aber 8,5 Millionen Aufrufe und ich habe sie mir noch nicht reingezogen. Was ist da los, Freunde? Dem werden wir heute gerecht und wir schauen es uns heute an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wenn es euch gefällt, gerne liken und haut ein Abo rein. Let's go. Und falls ihr euch fragt, warum meine Stimme so angeschlagen klingt, ich bin aktuell ein bisschen am Kämpfen mit der Gesundheit. Aber das wird schon. Und nein, ich denke 100% nicht, es ist Corona. Also, let's go. Also da muss ich kurz mal stoppen und zwar, es sind keine Reptilien, das handelt sich hier um Kröten oder Unken. Wenn es Reptilien sind, wüsste ich nicht, was welche das sind. Auf jeden Fall denke ich schon, es sind Amphibien. Aber gut, die fressen Mehlwürmer oder Zophobas, von daher, ja, wer weiß, was es ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist. Auf jeden Fall lustig, dass sie das nicht erwischen. Ich mach mal kurz Licht ein bisschen dunkler. War immer noch zu hell. So, Freunde, jetzt passt's. Oh, Babykrokodile. Was meint ihr, kann ich's gut oder nicht? Nachmachen, so. Was war das denn? Voll der süße Schwanz. Also Freunde, wir zählen natürlich mal kurz die Beine, um zu wissen, ob es ein Oktopus ist. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, müssen 8 sein. Ein Oktopus. Freunde, schaut mal, wie schleimig dieser Oktopus ist. Und wie viel Noppen der einfach an den Tentakeln hat. Unglaublich. Den könnt mal easy an das Fenster werfen und der bleibt kleben einfach und schwimmt dann so nach unten weg. Oh, wie süß. Also ich hätte da Angst, dass der irgendwie giftig ist oder so. Plopp. Oh. Oh, wie schön. Bestimmt voll angenehm. Oh, ein Gecko. Oh, jetzt kommt Bartagram. Also ich denke, das ist irgendein Wurm. Demnächst im Kino. Freunde, was meint ihr? Kann ich traumatisieren oder nicht? Let's go. Schreibt mal gerne rein, was für Würmchen das sind. Ich würde die dem Spike auch mal gerne verfüttern. Also, wenn ihr wollt, dass ich dem mal sowas verfütter, gerne in die Kommentare schreiben und auch schreiben, was es ist. Ein Baby auf einer Schildkröte. Das kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Harlan, say hi, Mom. Hi, hi Mom. Mommy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi, Mommy. Vorwärts. No, no, stop. Noch irgendwelche Pillen, Speed oder so. Ja, yeah, she's up. Stop.
Alter, der will high werden. Was ist das denn? Was ist denn das für eine Echse? Gehört auf jeden Fall zu den Leguan-artigen Tieren, Echsen. Ah, das sind Heidelbeeren. Geil. Ich dachte zuerst, was sind Murmeln oder so, aber gut, gut. Voll lecker. Die würde ich auch gerne essen. Okay, jetzt versucht das scharf zu machen. 3, 2, 1, fight! Krieg ich noch eine? Please, komm schon, Papi. Ja. Schnell weg hier. One more. 3, 2, 1, fight! Let's go! Oh mein Gott. Der beißt doch gleich in die Kamera. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Oh. Was sind das für Zungen? Wie geht? Freunde, kennt ihr das, wenn ihr so Tiere seht, die richtig süß sind und sie kommen euch vertraut vor, weil ihr die Eigenschaften von dem Tier kennt und dann seht ihr auf einmal irgendwas von dem Tier, was euch überhaupt nicht im Sinn ist, so, und ihr euch nicht vorstellen konntet, schon ist das Tier ein bisschen unsympathisch so. Das ist psychologisch irgendein Verfahren, ich weiß nicht genau. Die Zunge auf jeden Fall macht mir gerade ein bisschen Angst. Massiv, Junge, massiv! Oh, wie süß, der ist ja voll klein. Oh, guck ihn dir mal an. Oh. Wow, was ist das denn? Oh. Da schaudert es mir gleich über die Schultern. Wie der einfach Beine hat und laufen kann. Stellt euch mal vor, ihr liegt da so am Strand und auf einmal kommt er über euch drüber, richtig glitschig, schleimig und trotzdem piekst es euch ein bisschen und er macht die Arme zusammen und umgreift euch. Ekelhaft. Oh, kommt schon wieder Werbung. Oh. Ist es ein Drache von ein Land aus vor unserer Zeit? Oh. Das sind auch irgendwelche sowas wie diese Komodo-Warane. Oh, der ist süß. Also wer weiß, wie dieser Gecko heißt, gerne auch reinschreiben. Hey Mama's boy. Wie diese Augen einfach so groß sind. Oh, größer als so eine Pfote. Xander, have you been digging? Have you been digging? Der sieht jetzt wirklich aus wie so ein Komodo-Waran. Also das ist definitiv ein Waran. Und der hat irgendwas verbrochen. Is that dirt on your face? Yes, it is. Mhm. Look at all the digging you've been doing. Freunde, diese Komodo-Warane können bis zu 3 Meter lang werden und über 80 Kilo wiegen. Also, was lernen wir daraus? Legt euch nicht mit einem Komodo-Waran an. Er frisst Rehe, lebendige, er frisst demnach vielleicht auch Menschen. Und er wiegt mehr als ihr, hundertprozentig. Ein bisschen Faktenwissen nebenher. Well, I got a treat for you. More chicken. Chicken, er bekommt ein ganzes Huhn oder was ist das? Nom, 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 nom. Guter Moderator an der Stelle. Kommentator. Sieht aus wie so eine Schabe, die sich im Terrarium versteckt. Stellt euch mal vor, ihr tretet da einfach drauf. Wo ist der? Wo ist der? Ach, da, mit dem Horn. Gott, oh Gott. What? What? Ist das ein Chamäleon? Was ist das für eine Zunge?
Und an der Stelle mal kurz komplett vorbei. Die Zunge ist zu lang. Die ist einfach zu lang. Die Zunge ist einfach zu lang, Bruder. Zu lang. Und er frisst einfach einen Mehlwurm. Hi. Oh, wie geht's? Ich schaue mir gerade lustige Reptilien an. Oh, guck mal da. Weißt du, wie die heißen? Nein. Hast du nicht neulich gesagt, wie die heißen? Nein. Wer hat's neulich gesagt, wie die heißen? Aber ich hab's dir doch gezeigt, so einen. Nein. Doch, die... Mit wem hatte ich das neulich darüber? Ach so. In meiner Klasse, glaube ich. Das sind Axolotls. Komisch, dass ich das jetzt weiß, ne? Ich schau mal nach. Axolotl. Hier, tatsächlich. Axolotl, Bilder. Das sind Axolotl. Da habe ich wohl richtig gelegen. Die sind lustig auf jeden Fall. Voll süß sehen die aus. Nein. Au. Kannst du doch nicht machen. Man, this girl is thick. Yeah, I'm talking about you, baby. You're getting so big and thick. I love thick girls. Vor allem, warum hat er Handschuhe an, wenn er sie eben seinen ganzen Arm krabbeln lässt, kriechen lässt, wie auch immer, ziehen lässt. Look at that. Oh boy, you thick. Oh boy. Lightning up. Boy, you thick. 100 Pro beißt die gleich. Ich würde sie nicht hochlassen. Beautiful, beautiful. Ich würde die nicht hochlassen. Und schon das nächste. Eine Schildkröte. Eine Wasserschildkröte. Sie schwimmt an der Oberfläche. Sie kommt nicht hoch. Da scheint was zu sein. Aha. Aha. Okay. Ja. Was frisst du da? Lustig. Oh, der sieht aus wie gezeichnet. Bringt er jetzt in die Kamera? Ich habe Angst. Dreht sich doch gleich. Boah. Der ist fake. Der ist fake. Ja, der ist Kakteenblätter. Sag mal, wird's eigentlich noch lustiger vielleicht? Was ist das? Wie? Boah, die sind auch geil. Kann man einfach auf die Hand nehmen. Sieht aus wie Blatt Papier. Nicht Blatt Papier, wie so ein Blatt halt. Jetzt wissen wir's. Jetzt sind wir schlauer. Der hat eine lange Zunge. Der holt sich die jetzt. Jetzt ist nichts mehr Neues. Ja, war ja klar. Aber auch süß. Natürlich die Augen schließen zum Schutz. Warum haben die so ein Horn da oben? Das raff ich immer noch nicht. Das muss doch irgendeinen naturellen Sinn haben. Reinschreiben, wenn ihr es wisst. Babykrokodile. Oh. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Schildkröten beim Geschlechtsakt. Also. Was ist das denn? Ist Absicht, dass die Frau da so da sitzt? Und vielleicht mal Splumps. Und spring! Ab! Ab! Jetzt!
Komm, tauch unter, Opi. Hopp. Auf, untertauchen. Hier, jetzt. Sage mal, zack, untertauchen. Hier, jetzt. Hopp, tauchen Sie unter. Hier, jetzt. Ja, tauchen Sie, genau. Hey, du Opi, gell, du Opi. Ja, genau. Ja, das hätte ich jetzt auch an der Stelle gemacht. Genau, einmal an die Kamera riechen, ja. Hier bin ich. Hallo, hier. Hallo. Okay, das war's. An der Stelle nochmal ein schönes Krokodil reingepackt. Super. Also, Freunde, das war es mit dieser Cute Reptiles Compilation. Ich persönlich fand die meisten schon lustig. Habe auch wieder ein paar Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass dieser, wie heißen sie, dieser Stern hier, wie heißen die? Seestern. Füße hat, mehr oder weniger. Ne? Und zum Beispiel, dass ich jetzt Oxolotl nochmal gesehen habe. Gesundheit. Dann die hier habe ich nochmal gesehen. Das wusste ich schon bei Krokodilen, was für Geräusche die machen. Hier, dass solche Agamen-Echsen-Zeugs auch Blaubeeren fressen. Dass es diese Würmchen hier gibt, die habe ich auch schon mal gesehen. War auf jeden Fall eine gute Compilation, waren coole Sachen dabei. Und jetzt an euch, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Reactions sehen wollt, schreibt gerne rein, wenn ihr das wollt und über was für Themen und welche Tiere ihr gerne eine Reaction zu sehen wollt. Ansonsten gerne dann ein Like da lassen und ein Abo und meinen Videos weiterempfehlen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann war's das mit diesem Video. Haut rein, bleibt gesund und eine schöne Zeit. Von daher, haut rein, bis dann und ciao.